Und hallo zum letzten Test, zum letzten Aufnahmetest mit Sandy. Ich bin gerade sehr erfreut, dass ich herausgefunden habe, es funktionieren auch PS2. Es funktioniert auch auf der PS2. Das ist zwar etwas umständlich mit dem Einstellen und ich muss jetzt dreimal hin und her wechseln, bevor es funktioniert hat, aber es geht. Ich habe zum Zeigen mal den 2009er Teil von SmackDown vs. War genommen. Klar, jetzt komisches Spiel, vor allem wenn man jetzt die anderen drei davor nimmt, aber ich und Cliff hatten immer sehr, sehr viel Spaß damit. Ich werde jetzt einfach mal ein Tag Team Match starten und ich werde auch meinen Partner spielen. Und wenn Cliff jetzt zuschaut, würde er sich schon denken können, wen ich nehme. Das der auch der Grund ist, warum ich mir keines der neuen Spiele holen würde, weil diese beiden mal leider nicht mehr in der WWE sind, nämlich Matt Hardy und sein Bruder Jeff. Okay. Ich will jetzt einfach mal den Boogeyman und Kane als Gegner nehmen. Das sind beides etwas kräftigere Jungs, vor allem Kane, gegen den ich es jetzt schwer haben dürfte. Einzug ist aus, K.O. ist ein. Disqualifikation mache ich mal ein. Und werde jetzt einfach mal ein kleines Match starten. Auch hier habe ich das Problem, dass ich die Steuerung nicht mehr wirklich im Kopf habe. Da es vor allem bei dem Spiel jetzt eine ganze Weile her ist, dass ich es gespielt habe, weil ich auch meine PS2 außer für Yakuza lange nicht mehr angefasst habe. Gut. Ach, ja, Ladebildschirme. Ladebildschirme sind natürlich immer schön für Statistiken, aber... Okay. Das kotzt mich jetzt schon mal an. Und da liege ich schon am Boden. Ah, Elfer rennen, okay, schön schon mal zu wissen. Kann ich ihn gleich mal. Umrammen. Ich spiele mit einer Kabelverlängerung, wodurch es durchaus mal passieren könnte, dass der Player sich kurz disconnectet. Und das dürfte dem kleinen Matty ziemlich wehgetan haben. Ja, was heißt klein? Der ist ein Stück größer als ich. Hat aber eine ähnliche Frisur. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich zu Jeff wechseln. Hallo? Victory means absolutely everything. Genau. Auch wenn der jetzt natürlich noch leichter ist, was gegen einen Gegner wie Kane, also wer ein bisschen Wrestling geschaut hat, weiß, was für ein unglaubliches Monstrum Kane ist, ein Muskelberg ohnegleichen. Oder auch wer den Film See No Evil gesehen hat, in dem er die Hauptrolle des bösen Psychopathen übernommen hat, den man in Deutschland leider nur ungeschnitten bekommt, was ich schon ein wenig schade finde, weil er ist schon ziemlich, ziemlich lustig an manchen Stellen. Leider ist die andere Variante, glaube ich, auch, also die
ungeschnittene Variante, glaube ich, auch initiiert. Das heißt, ich dürfte auch gar nicht über die Szenen reden, die darin vorkommen. Aber man hat es mir mal berichtet. Sie sind, sagen wir mal, dezent brutal. Leg dich hin. Und vor allem, wer plant es, von so jemandem in die Ecke gedrückt zu werden? Ja, ich weiß, der Größte ist Show, ab und an schlagen sie sich aber auch mal wirklich auf die Fresse. Und man muss sagen, sie liefern eigentlich eine gute Unterhaltung. Ich habe es mir jetzt auch jahrelang nicht mehr wirklich angeguckt, weil es mir dann auch mir irgendwann ein bisschen zu doof wurde. Aber ich kann bis jetzt nicht verstehen, was man jetzt so... Also warum man es jetzt verdammen sollte und jetzt als unwürdig ansehen sollte. Das sind trotzdem in einem gewissen Sinn Athleten und Schauspieler. Ja, das heißt Schauspieler, also Laiendarsteller. Manche haben es ja von da aus auch in höhere Klassen geschafft. Ich sage bloß Dwayne The Rock Johnson. Der, glaube ich, jedem bekannt sein dürfte. Vor allem aus Scorpion King oder Zahnfee auf Bewährung. Um jetzt mal etwas schlechtere Beispiele zu nennen. Und hier mache ich jetzt einfach mal meinen Signature-Move, den Whisper in the Wind, der, ich glaube, nicht wirklich ausreichen dürfte. Nein. Ja, ich finde aber für ein PS2-Spiel sah das damals eigentlich schon ganz okay aus und man hatte schöne Aktionen, wie dass man sich mit dem Ringrichter streiten könnte. Gut, ich werde jetzt wieder zum Netz wechseln. Und den Gegner ein wenig mit kräftigeren, einfacheren Aktionen bearbeiten. Oh, 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 das ist schön, aber der Gegner dürfte direkt an den Seilen sein, deswegen ist nicht viel bringend. Und, schön, ja, jetzt finde ich mich auch langsam wieder in die Steuerung herein. Der hat sich hier nämlich zu dem Teil davor ziemlich geändert. Und der nächste Signature Move. Ah, sehr schön. Ah, und man hat im Hintergrund gerade Jeff gesehen, der Kane weggeprügelt hat. Damit er nicht eingreift, weil man kann ja... das könnte böse werden. Das war gerade ein Spezialwechsel, der mich ein wenig ankotzt. Oh nein. Nein. Böser Kane, böser Kane. Und da habe ich die Runde tatsächlich sogar verloren. Man dürfte auch gerade mein apathisches Klopfen auf die Tasten gehört haben. Es war eine spezielle Tech-Aktion, mit der halt mein Partner ausgeschaltet hat und mir gleich noch seinen Finisher verpassen konnte. Das tut weh, das muss nicht sein, na, aber was soll's. Immerhin konnte ich euch das Spiel ein bisschen zeigen. Ich habe jetzt auf Aktionen, auf illegale Aktionen wie Waffen und so verzichtet. Und ich bin einfach mal froh, dass ich auch auf PS2-Videos zurückgreifen kann.